Hallo, da ist er, der Bauer aus der Mark. Heute grober Strich, der letzte vor dem Weizen auf der Grasvermehrung. Wir gucken mal, was wir letztens schon geschafft haben. Abgetrocknete Krume. Ja, ist ein bisschen glutig, aber schön durchwurzelt. Ist ja nun mal so bei Gras. So, und dann habe ich hier noch einen anderen. Moment. Da, Sonnenuntergang. Nee, deswegen nicht. Seht ihr das da stehen, was da so hoch ist? Ist kein Mais. Das sind Sonnenblumen. Und wenn man mal ein bisschen dichter ranzoomt, sieht man, dass die Blätter noch grün sind. Alle anderen Kollegen, die Sonnenblumen haben auf dem Sand oder Haferknick oder so, die haben schon alle geerntet, weil sie kein Wasser hatten. Ich bin einer von den Letzten. Mein Kollege drüben, der erntet schon. Warum, wieso, weshalb, ob ich eine späte Sorte erwischt habe, kann ich nicht sagen. Ist eigentlich immer dasselbe gewesen. Aber ich habe hier Wasser gehabt und die Biester haben sich gut entwickelt. Und wenn die noch grüne Blätter haben, dann heißt das, dass die Körbe noch grün sind. Und wenn die innen drin, wenn man von hinten so den Korb reinfasst, dann ist es noch feucht. Und dann überträgt sie die Feuchtigkeit beim Dreschen auf die Körner. Bin ich noch über 15%. Das geht ja nicht. Wir wollen mal hoffen, dass noch irgendwann mal Frost kommt und dass sie dann endlich ab können. So, und dann muss ich heute noch mal zu dem letzten Video was sagen. Hat sich doch einer so ein Typ da bei YouTube ausgelassen, ich glaube bei einem modernen Landwirt oder war das doch bei LSV. Die Kraniche haben überhaupt keinen Platz. Die müssen ja hier auf dem Acker, weil wir ihnen den Lebensraum geklaut haben. Nee, pass auf, Meister, du hast keine Ahnung und fertig. Du bist so dämlich, dich beißen die Schweine. Da hinten sind 300 Hektar. Naturschutzgebiet, also Vogelschutzgebiet, da können die hin. So. Die fressen sich aber hier durch, die Kraniche auf Mais, die Gänse stellenweise auf Mais oder auf Getreide oder auf die Grünlandflächen, weil da Futter gibt. Im Naturschutzgebiet, Sauergräser fressen die nicht. So. Oh, hier, naja. Man hört sogar den Flügelschlag, so dicht sind die Bande bei. Naja, jedenfalls bin ich der Meinung, solche Typen sollten sich doch mit ihrer Meinung, mit ihrer nichtssagenden Meinung zurückhalten. So, denn war heute WHS, habe ich heute einen Artikel gelesen, WHS. Ja, und weil ja die Klimawandel und Klimakatastrophe und was soll alles. Und durch die Starkregen werden die Böden weggespült, dann hört auf zu fliegen, ganz einfach. Und die jungen Hüpfer, die da bei WHS mit rumhüpfen, die sie damals gefragt haben, wie es aussieht, ob sie einen Apfel, der mit Glyphosat behandelt ist, auch essen würden, gesagt haben, nee, ganz bestimmt nicht. Nee, weil den kriegt ihr auch nicht, weil dann ist das kein Apfel mehr. Naja, genau wie mit dem Salat, wo der da bei der Grünen Woche gefragt hat, diese Hüpfer von nichts eine Ahnung, hauptsache sie hüpfen mit. So, denn waren politische Aussagen heute, wo ich mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ehemaliger Bundespräsident hat sich geäußert darüber, wenn es kalt wird, sollte man sich einen Pullover anziehen. Und wenn es noch kälter wird, was sollte man denn machen? Zweiten Pullover anziehen. Danke, Herr Schäuble, für die Arroganz, die Sie aufweisen gegenüber Ihrem Volk. Denn Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, jetzt in Rente sind und knapp 800 Euro Rente haben, die müssen zusehen, dass sie überhaupt satt werden. Ich schwöre, denn noch einen zweiten Pullover kaufen können. So viel dazu. Wenn ihr Geld aus dem Fenster schmeißt, dann schmeißt es doch mal nach Deutschland. Ahrtal, Stichwort Ahrtal, da habt ihr bis jetzt noch nicht geschafft. Aber als es losging zum Wahlkampf im letzten Jahr, da wart ihr alle da. Die Grünen wegen der Klimakatastrophe wollten nicht aufweisen, die anderen wollten sich profilieren. Dabei ist einer ganz abgestürzt. Tja, was soll man sagen? Also, denkt mal um die Umverteilung des Geldes, was wir produzieren oder was wir verdienen und euch in die Tasche stecken müssen. Vielleicht wäre das mal angebracht, langsam was für das Volk zu tun. Das nächste ist denn, den hat der von der FDP, der Christian Lindner wohl gesagt, nach der Wahl, nach der Niederlage von der Wahl in Niedersachsen, weil ja die Hälfte der Niedersachsen oder knapp die Hälfte der Niedersachsen ja wohl zu faul war zum Wählen. Ich würde mal sagen, wie ihr wählt, so ihr liefert, jetzt habt ihr den Salat, müsst ihr die nächsten paar Jahre mit auskommen. Ist nun mal so. Und dann hat sich denn, ja, er müsste denn Akzente setzen in der Bundespartei oder der Bundespolitik. Und dann kam auf gleich heute wieder von diesem Studienabbrecher, ja genau, von der Doppelspitze der Grünen. Der setzte sich mit seinem feisten Lächeln da in den Sessel und sagte, oh, wenn das eben so ist, dann haben sie verloren. Aber wir werden an unserer Politik nicht mehr rühren. Also ihr wollt auch nichts für das Volk tun. Schön. Dann wissen wir ja, wo wir die nächsten Jahre landen werden. Im Abgrund. So wird es wohl kommen. Und
Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn nächstes Jahr kein Dünger mehr ist. Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen. Er meinte, ja, die Umsätze werden steigen, aber die Erträge nicht. Aber meine Familie wird satt, hat er mir gesagt. Schön. Meine Familie wird auch satt. Und ich werde mich auch um ein paar alte Leute im Dorf kümmern müssen. Und ich werde das auch gerne tun. Aber für die, die in der Stadt wohnen, wird es eng. Denkt mal drüber nach. Der Bauer aus dem Markt.